Guten Tag, ihr Lieben, hier ist das Jonandachen. Ja, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Und heute ganz besonders die Singles, weil jetzt gibt es erstmal ein Single-Orakel. Juhu! Das wird aber jetzt auch echt allerhöchste Zeit, gell? Und ich bin sehr gespannt, welche Botschaft hier gleich auf dem Tisch liegt. Wir legen mit dem Ethereal Visions Tarot bei Meduse. Der ist gestern schon so gut gelaufen, deswegen ist der heute auch nochmal dran. Und fragen dann noch den schamanischen Traum bei Alberto Villoldo und Colette Baron-Wright. Das ist dann, das ist dann dieses Deck. Und wir haben natürlich auch noch hier die Mondrunen mit am Start. Auch die kennt ihr, die sind von mir selbst. Sind im Moment allerdings ausverkauft, was natürlich sehr schön ist. Aber schauen wir mal, ob die vielleicht in der Weihnachtszeit noch mal reintrudeln. Das ist ja so ein kleiner Dauerbrenner geworden. Und ansonsten schön, dass ihr alle da seid. Ich begrüße alle, die wieder da sind, und natürlich freue ich mich auch über alle, die neu dabei sind. Und diese Legung ist jetzt für dich, wenn du ein Single bist und wenn du schauen möchtest, was da kommt, und kann sich auch an dich richten, wenn du dich wie ein Single fühlst. Du bist vielleicht in einer Beziehung, die eigentlich keine mehr ist, und jeder macht so sein eigenes Ding und ist eigentlich offen für was Neues. Und ich habe auch schon Rückmeldungen bekommen, manche fühlen sich eben auch im Geiste wie ein Single. Also Botschaft ist überall. Wann immer du dich zu dieser Legung hingezogen fühlst, sei herzlich eingeladen zu schauen, eingeladen zu schauen, was da jetzt hier dabei rumkommt. Und ich schicke jetzt ein Schiffchen los. Ihr wisst ja, dass ich liebe dieses Schiffchen. Ich liebe es. Wo ist es überhaupt? Hier. Ich liebe dieses Schiffchen, was mir aus der Community geschickt wurde, weil ich hier die Schiffchen schicke. Ich bin hier die Frau, die Schiffchen schickt. Schiffchen bedeutet Botschaft kommt. Du sitzt am Fluss des Lebens. Da sitzen wir alle irgendwo, jeder klotzt auf den Fluss, Schiffchen kommen, jeder schaut von einer anderen Perspektive auf das Schiffchen, und Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, das ist sowieso alles jetzt. Eine Botschaft kann dir auch was zu sagen haben, obwohl du durch das Thema, was auf dem Tisch liegt, schon durch bist. Da gibt es vielleicht dann doch noch so einen Moment, wo etwas nochmal wichtig wird, oder es kommt auf dich zu, oder du hast das Gefühl, du bist der Kapitän auf deinem Schiff. Wie auch immer, meine Stimme ist ein bisschen belegt. Ich hatte gestern Sport. Also ihr müsst wissen, ich rede ja wirklich sehr viel. Und das geht mir halt auch so ein bisschen auf die Stimmbänder. Also ich rede viel in meinen Videos. Wenn ich dann eben Sport mache mit meiner Truppe, dann rede ich auch die ganze Zeit. Und da muss ich das Stimmchen noch mal ein bisschen anheben. Ich bin ja der Trainer. Und bei dem Wetter und so, da trage ich auch nicht gerne ein Mikro. Also das heißt, meine Stimme ist, die ist halt immer, die muss halt, gell, was soll's. Also, jetzt geht's los. Ich wollte eigentlich ein keltisches Kreuz legen, bin aber von der Idee wieder abgekommen, weil die klarere Botschaft und auch die übersichtlichere kommt durch die Strategie, weniger ist mehr. Man braucht nicht viele Karten, um viel aussagen zu können. Und es geht jetzt hier um Folgendes, die drei der Münzen. Die drei der Münzen, das ist das Jetzt. Das heißt, es gibt hier eine Schwingungserhöhung. Die drei der Münzen steht immer für eine Verbesserung. Die steht aber nicht für den großen Aufstieg, sondern es geht so eine Stufe höher auf dem Treppchen. Also wenn du jetzt hier zuschaust, und du bist in deiner Lage als Single, gerade in einer Situation, wo du vielleicht das Gefühl hast, tut sich hier irgendwas, dann sagt diese Karte schon mal, jawohl, jetzt, genau in diesem Moment, tut sich etwas. Es geht ein Stüfchen höher. Jetzt sind wir hier in diesem Deck, wenn man jetzt hier so schaut, wenn man sich das Bild anschaut, sind wir in der Energie, dass drei unter einem Baum sitzen. Und die schmieden hier einen Plan oder versuchen, was zu verstehen. Er hält hier ein Papier in der Hand, und hier der Oberschlauberger, der sieht am geilsten aus, gell? Der spekuliert so, und das ist wahrscheinlich der am wenigsten versteht. Also die beiden, da könnte man so sagen, die verinnerlichen gerade etwas, und der andere versucht es halt auch zu verstehen. Vielleicht bist du in der Lage, also wer von den dreien bist du denn? Lässt du hier die Dinge geschehen? Du hast hier einen Plan, das ist vielleicht auch der Plan deiner Seele, bist voll drauf auf deinem Weg, und die Dinge setzen sich im wahrsten Sinne des Wortes. Du sitzt hier auf der Bank, oder bist du hier vielleicht ein bisschen planlos und versuchst, dein Leben zu verstehen? Ich hätte gern noch eine zweite Karte auf die Münz 3, weil die Münz 3 ist grundsätzlich eine ganz positive Karte. Die 3 ist immer die gute Chance. Das bedeutet auch, hier ist jetzt die Chance,
etwas zu verstehen. Na? Und die steht immer für eine Verbesserung. Immer, 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 immer. Das ist auch nochmal die Botschaft. Ne? So, dann hätte ich gerne noch eine Klärungskarte auf die Münz 3, weil das ist ein bisschen dünn. Aha. Hier gibt es also eine Möglichkeit, hier und jetzt. Die wird dir gereicht, die wird hier regelrecht serviert mit diesen Flügelchen hier. Ne? Hier wird dir ein Kelch gereicht. Und die Karte 4 der Kelche, das ist so der Verdruss. Ne? Da sitzt einer unter einem Baum, schaut auf das, was er hat, aber es ist irgendwie so, ne? Es reicht nicht wirklich. Es reicht nicht, dass er das Glück in sich finden kann. Das können hier vielleicht auch Beziehungen sein, die gepflegt werden, ne? Aber hier kommt was. Hier kommt was. Hier wird einem ein Kelch gereicht, aber er schaut noch nicht hin. Also er muss sich vielleicht einfach nur seinen Blick weiten, die Scheuklappen abnehmen und den Kopf nach links drehen. Dann wird er diesen Kelch auch sehen. Was hat das jetzt mit der Münz 3 zu tun? Es geht hier vielleicht um so eine Art Geheimnis, was erkannt werden will. Etwas, also hier wird ja über einen Plan studiert. Man sinnt darüber nach. Die einen verstehen es, der andere versteht es weniger, versucht es aber zu verstehen. Es geht hier vielleicht darum, Beziehungen zu verstehen. Und interessanterweise haben wir hier 3 Kelche und hier 3 Münzen. Und hier kommt aber ein 4. Kelch. Da kommt mir so eine Energie rein von, man reflektiert das, was man bisher hatte und studiert das auch. Man hängt hier noch an Altem fest und hier ist der Aufstieg. Hier kommt ein neuer Kelch, hier kommt eine neue Gelegenheit. Und vielleicht ist einfach hier dieser Plan auch abgeschlossen, dass man hier dieses olle Pergament, das kann man jetzt verbrennen, das ist rum. Und diese 3 ist abgearbeitet. Ne? Hier die 3 Münzen, das ist so das Irdische. Und dann haben wir hier die Kelche, das sind vielleicht zwischenmenschliche Beziehungen oder Beziehungen, die man hatte. Das ist abgearbeitet, hier gibt es nichts mehr zu verstehen. Also auch er hier braucht sich hier nicht anstrengen, noch was verstehen zu wollen. Hier kommt nämlich was Neues. Also ein alter Plan, der ist hier irgendwie er und auch ledigt. Ja, den kann man jetzt zusammenfalten, lochen und abheften. Ungefähr so, hier kommt was Neues. Und wenn man das Neue sehen möchte, der neue Kelch, der einem gereicht wird, dann braucht man einfach nur aufzuhören, sich mit den alten Themen auseinanderzusetzen. Die Zahl 3 steht für die gute Chance. Einige von euch schauen vielleicht tatsächlich auf 3 Beziehungen, die vielleicht bisher im Leben wichtig waren. Gibt es, und also frag dich jetzt mal selber, gibt es in deinem Leben 3 Beziehungen, die wichtig waren? Das kann zum Beispiel die erste große Liebe sein, wo man sich mal gesagt hat, das ist jetzt meine für immer und ewig. Es war nicht für immer und ewig. Dann kam vielleicht ein neuer wichtiger Mensch. Und auch der blieb nicht für immer und ewig und dann kam ein neuer wichtiger Mensch. Und auch das ist in sich rund und abgeschlossen. Aller guter Dinge sind 3 und diese 3 darf man als vollendet sehen. Und dann geht es vielleicht in die nächste Runde. Hier kommt ein neuer Kelch. Ne? Definitiv. Also das Alte, das ist jetzt hier, der Plan ist vollendet. Und das darf hier vielleicht in dem Moment begriffen werden, ne? Dass du sagst, ja Mann, es ist tatsächlich so. Wobei nicht jeder hier jetzt 3 Beziehungen gehabt haben muss. Ne? Es sind aber vielleicht auch 3 Themen in deinem Leben. Es sind ja dann immer 3. Aller guter Dinge sind nun mal immer 3. Und da ist auch wirklich was dran. Da ist wirklich was dran. Es sind immer diese 3er-Päckchen, die einem im Leben begegnen. Und beobachtet das mal. Beobachtet das mal im Umfeld. Ne? Es passiert immer 3-mal. Ne? Wenn dir ein Glas zerbricht, da kannst du sagen, okay, mir ist ein Glas runtergefallen. Wenn dir ein zweites Glas zerbricht, da kannst du sicher sein, ein drittes wird zerbrechen. Und zwar so in Bälde. Ne? Das ist oftmals 3 Dinge zusammenhängt. Beobachte das mal. Das Leben ist spannend. Ja. Welche Rune liegt denn auf dem Judöns hier, also auf dem Hier und Jetzt? Klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. Also die Singles sind aufgerufen zur Reflexion. Was hat die Zahl 3 zu bedeuten? So, Uftra. Hier, was darf hier gelöst werden? Der Zauberknoten. Lösen und binden. Bevor sich etwas Neues
verbinden kann, muss vielleicht erst etwas Altes aufgelöst werden. Ne? Also hier ist was abgehakt, er und auch ledigt. Ja? Da ist was rum, da braucht man nicht mehr drüber nachzudenken, man braucht es auch nicht mehr verstehen. Manche Dinge muss man auch nicht verstehen. Auch das ist so im Leben so, man versucht dann oftmals Dinge zu verstehen, Beziehungen zu verstehen. Man hält unbewusst daran fest, man hat sich so festgebissen. Aber man darf hier alles lösen, alles loslassen mit dem Zauberknoten des Tirone Othala. Und die steht auch für die Heimat und das Zuhause. Das ist für mich jetzt auch sinnbildlich so den Frieden mit dem machen, was war. Weil hier ist schon was Neues. Und das kommt hier auf den Flügelchen, ja. Aber der Haken, der grüne Haken, abgehakt, der muss ganz bewusst gesetzt werden. Das darfst du jetzt mit dir ausmachen, wenn du hier in Resonanz bist oder drüber nachdenkst und sagst, jawohl, doch, da ist was dran, was der Tjunandaichen jetzt sagt. Ne? Etwas Altes lösen und damit sich was Neues verbinden kann. Rune Othala. So. Auch wenn man die Othala als Walfisch sieht, die wird ja auch dem Wal zugeordnet, der wieder auftaucht, weil der muss irgendwann mal Luft holen, so kann auch plötzlich ein Kelch auftauchen, wie der Walfisch, der Luft holen muss. Ne? Und den sollte man sich dann vielleicht auch schnappen, bevor er wieder abtaucht. Ne? Schnapp dir den Kelch. Mach den Schnappi. So. Jetzt schauen wir mal, welche Energie die ganze Zeit da war, aber verschwindet. Ne? Die geht jetzt raus. Upsala. Und da haben wir den Ritter der Münzen. Das ist so das Beständige. Aha. Also hier steht eine größere Veränderung an. Die Ritter sind ja immer Stimmungen. Ne? Ritter verkörpern Stimmungen. Der Ritter der Münzen, der ist super. Das ist die Bank. Das ist eine Bank. Das ist so das Beständige, was man hat. Aber es geht jetzt darum, der geht raus. Man darf jetzt hier wirklich, ja, seinen Arsch bewegen. Sagen wir es mal so, hier ist die Bank. Man braucht hier nicht länger unter dem Bäumchen mit den drei Talos sitzen bleiben. Man darf jetzt hier aufstehen und offen sein für das Neue, was kommt. Also das Alte, Vertraute, wo man schon lange drauf rumkaut, drauf rumgeknatscht hat, das geht jetzt raus. Das ist für mich eindeutig mit dem Ritter der Münzen. Der ist die Bank. Die Bank geht raus. Du bist jetzt aufgefordert, Bewegung im Schritt. Ne? Weil wenn du weiter da sitzen bleibst, ne? Und nachdenkst, über dein Leben rumhirnst, ja, und über alte Beziehungen, die längst halt abgehakt sein dürfen, ne? Da kommst du nicht weiter. Weil hier gibt es eine neue Möglichkeit, ne? Und die taucht jetzt auf. Schnapp dir den Kelch, bevor der Wal wieder abtaucht. Ne? Das ist spannend. Welche Rune geht denn raus? Also das ist ja eindeutige Botschaft. Eindeutig. In ihrer Eindeutigkeit. So, ich habe hier, oh, die Ansus, das Altvertraute. Das ist, also die Ansus ist die, auch die Rune Gott sitzt am Ruder. Das ist die Rune von Kommunikation. Das ist die Rune der Sprache. Das ist für mich auch mit diesem Altvertrauten, vielleicht auch so mit dem Element Luft, deine Gedanken, ne, ist der Vogel im Flug oder auch, vielleicht hast du auch die ganze Zeit gesagt, ja, Gott sitzt am Ruder, es kommt, was kommen soll. Es hat aber hier sehr wohl etwas mit dir zu tun. Du musst hier die Bank verlassen und aufstehen. Du darfst dich erheben. Ne? Manchmal neigt der Mensch auch dazu zu sagen, ja, Gott sitzt am Ruder. Das ist natürlich einfach. Wir dürfen aber auch selbst aktiv was verändern. Ne? Auch das ist ja göttliche Führung. Und die Ansos, zusammen mit dem Münzritter, die sehe ich so wirklich so als das Altvertraute. Ne? Man hat es immer so schön abgewälzt. Ne? Gott sitzt am Ruder und man ist da so sitzen geblieben. Sitzen geblieben. Also nicht im Sinne von warten, sondern im Sinne von, ich bleibe hier sitzen. Und das ist so wie so in die nächste Woche gucken. Man bleibt sitzen, man sinnt so rum, reflektiert auch so viel, aber das ist jetzt rum. Die alte Bank darf verlassen werden. Die Bank geht raus. Ne? Also man hat jetzt hier lang genug gesessen und rumgehirnt oder rumgesinnt. Das ist eher so ein Sinn.
versucht, was zu verstehen, ne? Auf den alten Plan geguckt. Man hat nicht alles verstanden, was die Person zeigt, die ja eindeutig hier so die gar nichts rafft. Ne? Aber jetzt darf es weitergehen. Das ist sehr spannend. Und jetzt kommt die beste Position. Was kommt? Was kommt denn rein? Also das ist eine Legung, wie ich finde, da darf man drüber nachdenken. Ne? Da darf man drüber nachdenken. Oh, ey, ein Glück liegt das Jonanda schon immer live. Nur die vier der Stäbe, das ist ein neues Willkommen. Die öffnet ja Tür und Tor. Manchmal wird die auch tatsächlich als Seelenpartnerschaft gedeutet. Ich habe das jetzt schon öfters gehört, ich habe die selbst noch nie so gedeutet, aber ich möchte es einfach mal reingeben. Ne? Ich muss da nochmal drüber nachdenken. Aber tatsächlich ist die Vier der Stäbe die Willkommenskarte. Hier ist ein neues Willkommen im Leben. Es geht aber auch darum, dass du die Tore aufmachst, ja, dein Herz öffnest wie ein Scheunentor, damit der Kelch mit seinen Flügelchen so da durchflattern kann. Ja? Das Leben willkommen heißen. Sich aufmachen und weit machen, das Herz weit machen für was Neues. Na, also das ist eine Karte der Gesellschaft, der Begegnung, sich fürs Leben zu öffnen, auch aktiv zu werden. Wir haben jetzt Sommer, Leute. Jetzt ist Sommer. Wir haben ein geiles, geiles Wetterchen. Unter Leute gehen, rausgehen, sich den schönen Dingen öffnen. Und wer weiß, wer da durch dieses Tor spaziert. Ne, weil hier ist ein Kelch auf dem Weg. Hier ist was Neues möglich. Hier ist definitiv, hier kann dich was touchen. Sagen wir es mal so. Wir wissen ja noch nicht, was macht der Kelch weitergehend mit dir, wenn er dann kommt. Ne? Was ist das für ein Kelch? Aber es kann schon sein, dass sich hier eine Energie in deine Richtung bewegt, mit der du aber erstmal durch neue Offenheit in Resonanz gehen darfst. Weil wenn hier die Tore zubleiben, tja, dann dreht der Kelch wieder ab. Ne? Oder der Wal, der kluckert wieder ab und geht wieder in die Tiefe. Ne? Also das ist hier auch so ein besonderer Moment, wo du zur rechten Zeit am rechten Ort sein darfst. Das kann hier also auch was Öffentliches sein, ein öffentlicher Platz und, und. Und dann kann da was auf dich zukommen. Aber dazu darfst du dich öffnen und ja, ganz einfach einen Arsch hochkriegen. Ne? Ich sage es einfach mal so, wie es ist. Erheb dich von der Bank, die alte Bank kam weg. Da hast du lang genug gesessen. Ne? Und das ist definitiv eine Bewegung hier in deinem Leben. Hier ist eine Begegnung möglich. Die Offenheit, die nimmt hier auch Fahrt auf. Du bist hier dann vielleicht auch bereit, dich zu öffnen. Hier kommt möglicherweise für einige tatsächlich eine neue Liebe. Ich will nur noch mal tausendmal wiederholen, das ist nämlich wichtig. Du musst im richtigen Moment, musst du in die richtige Richtung gucken, ja? Wenn die Tore dann verschlossen sind, weil du hier nicht schaffst, aufzustehen, dann taucht der Wal unter Umständen auch wieder ab, ne? Also hier liegt definitiv eine Möglichkeit. Welche Rune liegt denn auf der Vier der Stäbe? Mit dieser, das ist so herrlich offen. Und guck mal da oben, die ganzen Früchte. Süße des Lebens kommt rein. Es hat aber was mit dir zu tun. Wenn du in diese Süße gehen willst, hier funkt's. Wenn du in diese Süße gehen willst, dann musst du den alten Zopf abschneiden. Das ist so. Die Rune Kenas, das ist schon mal ein Zeichen, ne? Und das ist der Funke und das ist der Spiegel. Also das ist auch die Rune der Erkenntnis. Ne? Man erkennt sich hier vielleicht auch. Ne? Gehen wir mal davon aus, das ist eine Seelenpartnerkarte. Das ist hier so wie so ein Auge von der Seite. Man sieht sich, man erkennt sich. Sie ist auch der Kienspan, der Funke im Zunder. Hier kann es echt funken, wenn du diesen Kelch, wenn du es raffst. Wenn du es raffst, ja, dann kann es hier echt funken. Öffne dich dafür, hier kommt was und du siehst es nicht, weil du noch auf alten Themen da rumaggerst, rumkaust, rumhirnst, sinnst, wie auch immer. Brauchst du nicht, kannst du alles loslassen. Es kann nur dann funken, wenn du sozusagen der Reisighaufen bist und wenn du dich aber mit alten Gefühlen nass machst, dann kann der Funke nicht zünden. Ne? Also sei das angerichtete Lagerfeuerchen mit Stroh und Reisig. Und dann kommt er geflogen durchs offene Tor.
Der Funke, du bist schön ausgetrocknet, da ist kein Wasser mehr, keine alten Gefühle mehr. Es ist ein trockener Reisighaufen. Und da kommt der Funke und dann fällt er da rein und dann fängt das an und kokelt. Ja, und dann kann da was draus werden. Ne? Also das ist die Erkenntnis. Es kann schon sein, dass du hier jemanden erkennen wirst, wenn du hier löst. Ne? Und hier ist auch der Kelch. Ne? Mit den Flügelchen. Erinnert mich auch immer so ein bisschen an Hermes. Ne? Der hat ja diese Flügelchen unten an den Füßen dran. Und ist ja auch der Bote, ja. Ich meine nur so, ne? Also hier kommen doch geflogen. Und jetzt schauen wir noch, was der schamanische Traum dir mit auf den Weg gibt. Also das sind sensationelle Karten, richtig cool. So. Was haben wir hier? Diese wundervollen Karten, Alberto Villoldo Collector and Ride, dein schamanischer Traum. Noch für eine Botschaft. Zack, da ist sie. Ha! Hier! Hammer! Geil! Das Triftboot! Hier kommt's! Das Leben nehmen, wie es kommt. It could wie it could. Und jetzt guckt euch mal hier diese Form an. Und jetzt guckt ihr euch mal hier dieses Tor an. Und jetzt seht ihr mal hier die Parallele. Und jetzt kommt hier aus diesem Tor das Bootchen durchgedriftet. Das heißt, hier kommt jemand so in dein Leben reingekrätscht. Das, hier wird gedriftet. Babys, hier wird gedriftet. Das Leben nehmen, wie es kommt. Und damit du das Leben nehmen kannst, wie es kommt, solltest du erstmal wieder Teil des Lebens sein. Ne? Also, ne? Hoch mit der Kiste, weg mit der Bank, aufgestanden. Die Zeit der Schnarchnasen ist vorbei. Ne? Hier darf neue Offenheit sein. Heiße das Leben willkommen. Hier kommt ein Schiffchen in dein Leben gedriftet. Ist das nicht der Hammer? Also das ist ja der Hammer. Und also auch diese gleiche Schwingung, die die Karten haben. Guckt euch das an. Jetzt müsst ihr unbedingt hingucken. Das ist die gleiche, das ist voll die Botschaft. Ich komme gar nicht drüber. Voll die Botschaft. So, und jetzt schauen wir noch auf die untere Karte, weil wir scheiß neugierig sind. Ah, die Artist, das ist eine, hier passt auf, da ist er, haltet euch fest, ich habe es gerade noch gesagt, hier, da ist er, die Artist, da sitzt er, am anderen Ufer und hier sind die Flügelchen dran, habe ich nicht eben noch gesagt, der Hermes hat diese Flügelchen, du wirst hier unter Umständen schon längst beobachtet, jemand hat dich hier im Visier, es ist jetzt an dir, ob du den alten Zopf abschneidest, die alte Bank wegkickst und dich dem Leben öffnest. Hier kann was kommen. Und hier sind ja noch Wolken, du siehst den nicht. Weil die ganzen Wolken, das sind deine ganzen Gedanken. Das alte Gedöns, was da noch hängt. Hier sind die Flügelchen. Da. Ich habe es eben noch gesagt, untere Karte, sensationell. In diesem Sinne entlasse ich euch ins Leben. Ja, aufgestanden. Ich hoffe, ich konnte euch eine Freude machen. Freue mich natürlich riesig, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Ich finde, das habe ich jetzt direkt verdient. Gell? Das ist eine ganz lover-floggige Energie. Hier ist übrigens noch eine Karte. Einen habe ich noch. Zwei der Kelche, ne? Die liegt als nächste. Zwei der Kelche. Da ist Begegnung möglich. Die untermalt eigentlich tatsächlich nochmal hier Offenheit. Willkommen. Ich sehe dich. Der Funke im Zunder. Sensationell. Sei das trockene, knochentrockene Lagerfeuerchen, damit es hier kugeln kann. Also ich finde jetzt hier Abos, gell? Freue mich riesig, wenn ihr durch euer Abo meinen YouTube-Kanal unterstützt, wenn ihr mir einen lieben Kommentar oder ein Like da lasst und unsere Community unterstützt. Sensationell. Und ansonsten sehen wir uns heute Abend im Live-Chat. Viele von euch Singles schauen den ja auch. Dorfkneipe, ne? Stammtisch, dein Seelenpartner und du. Ich habe jetzt Interessantes gehört. Wer war das denn gewesen? Genau. Die liebe Renate, sei gegrüßt. Ne? Die guckt das bestimmt, die ist nämlich Single. Die sagt nämlich, sie guckt auch immer alle Legungen, weil selbst wenn man kein Gegenüber hat, heißt es ja nicht, dass kein Gegenüber da ist, weil die Seelen interagieren ja miteinander. Ne? Und sie guckt dann immer zum Beispiel die Dorfkneipe, und schaut, ob ihre Position hinkommt, ne? Wie die Dame beschrieben wird. Und selbst wenn sie kein Gegenüber hat, weiß sie, wenn ihre Position hinkommt,
Gibt es irgendwo im Universum das Deckelchen aufs Töpfchen? Es ist wirklich so. Also, wenn das eine Teilchen weiß ist, muss das andere schwarz sein. Im Endeffekt ist das Quantenphysik. Wenn du also mit der Legung in Resonanz gehst, als Hauptperson, als Dame und selbst wenn du keinen Gegenüber hast, dann heißt es nicht, dass es keinen Gegenüber gibt. Der kann schon irgendwo hier sein im Universum und sich genau in der Situation befinden, die in den Karten liegt. Und ihr kennt euch nur noch nicht. Also ihr seid euch weltlich noch nicht begegnet. Sensationell. Also das hat mir die Renate reingegeben. Ich lerne ja unglaublich viel von euch. Und ich finde, also diese Erkenntnis, also die hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Also seid herzlich eingeladen, auch heute Abend im Live-Chat. Das wollte ich damit sagen. Das ist dann die nächste Posse. Und jetzt machen wir das Buch zu. Genießt den Tag, lasst die Sonne rein, bleibt zauberhaft und freundlich. Bis dahin, ihr Lieben. Bye-bye, den Kuss, ciao, ciao, euer Yonanda TV.